Liebe Grüße aus Paradise Valley an der Welsheimer Wald und ans Remstal. Also einige haben ja gemeint, dass ich mich doch auch mal bei einer Bürgermeisterwahl sehen lassen soll und nicht nur aus dem Internet meinen Wahlkampf mache. Ja, Freunde, es ist ja so, ich bin es gewöhnt, meine Unternehmer über Videokonferenzen zu führen und egal, wo ich auf dem Kontinent bin, meine Präsenz und meine Absicht ist natürlich da und auch meine Präsenz ist ja natürlich hoch im Remstal und im Welsheimer Wald, jetzt speziell in Alfdorf. Aber ich habe mir da was überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen was. Und zwar, ich habe mir überlegt, Freunde, ich komme. Ich habe einen Flug gebucht und ich bin nachher da. Also, ich komme zur Bürgermeisterwahl nach Alfdorf rechtzeitig. Das erste Problem ist, statistisch hat knapp ein Drittel, braucht mich schon gar nicht mehr, weil die haben ihre Entscheidung schon per Briefwahl getroffen und zwar schon in den ersten paar Tagen, also weit, weit vor der ganzen Kandidatenvorstellshow, die uns in Alfdorf geboten wurde. Die Gleichschaltung der beiden Zeitungsverlagskandidaten mit ihren Agenturen haben sich in einen Kuschelrock verwandelt. Also gegen Paulowitsch und Altenberger, da war es wegen noch ein Wahlkampf und es wurde aufgezogen wie ein sportlicher Boxkampf. Es wurden noch die Kappen in den Ring oder der Hut in den Ring geworfen. Hier haben sich zwei ganz warme Bürgermeisterkandidaten entschieden, sich nicht weh zu tun, bei der Sache zu bleiben. Und der Zeitungsverlag macht jetzt auch eine Veranstaltung nach der Idee von Thomas Hornauer, dass man mal die Leute ausreden lässt und keine Zeitbeschränkung macht und dass man mal die Persönlichkeit rüberbringt. Da bin ich gespannt. Bei zwei Systemlingen ist es egal, welche Persönlichkeit rüberkommt, gell, lieber Zeitungsverlag? Hauptsache, wir müssen den Hornauer nicht einladen, ne? Ja, aber da hätte ich natürlich schon gern mitgemacht am Format, aber generell, wie bisher alles aufgezogen ist bei der Bürgermeisterwahl in Alfdorf, müssen wir ganz klar sagen, beide Veranstaltungen demokratisch gesehen No-Go. Demokratie, Direktwahl, Direktdemokratie wird von beiden unterwandert. Die Alfdorfer haben den Höhepunkt getroffen. Also bei allen 7 Bürgermeisterwahlen hat es das noch nie gegeben, dass die Richtlinien nicht vor der Zulassung geklärt waren. Also das müsste stehen. Kernen hat er auch noch schon ein bisschen mit der Zeit spekuliert, aber die Alfdorfer haben es total übertrieben. Ne? Nachdem man weiß, wer kandidiert, entscheidet man, ob man überhaupt eine macht, wie man sie macht und in welchem Format man macht. Und das Format in Alfdorf war natürlich voll auf mich angepasst, dass nur die Zeitung zugelassen ist und alle Telemedien, alle Rundfunk- und Radiosender nicht, ne? Sondern dass nur die vertraute Zeitung dabei ist, die ja ihre Vereinbarung mit der PR-Agentur ihrer Kandidaten hin. Aber, liebe Alfdorfer, ich gebe euch die Gelegenheit, wir sind 10 Minuten vom Gemeinderat Alfdorf geklaut worden. 2x5 Minuten packe ich in meine Reden. Diese Woche, also übermorgen, Mittwoch und Donnerstag, könnt ihr nach Lorch kommen und nach Waldhausen. Um 19 Uhr dort spricht Thomas Hornauer. Er wird natürlich auch im Rahmen seiner Wahltournee speziell in den ersten Minuten nochmal auf Alfdorf eingehen, was uns angeht. Und dann könnt ihr mit den
Lorchern meine Kandidatenvorstellung meiner Person anhören. Also ihr habt noch die Chance, Thomas Hornauer zu hören, bevor ihr eure Stimme gebt. Und deswegen die, die ihre Stimme noch nicht gegeben haben, nutzt es, dass Thomas Hornauer kommt. Ich fliege für euch 20.000 Kilometer hin und zurück für rund 2x 15 Minuten und nochmal 2x 10 Minuten Fragezeit. Ich bin für euch da. Ich komme, ich lasse mir das nicht nachsagen, dass ich mich drücke, aber ich hoffe, dass wenn ich komme, dass ihr mich dann auch gut behandelt. Ne? Also die Behandlung im Internet, in den Facebook-Gruppen Alfdorf und Lorch war bisher nicht so freundlich. Da war schon ein bisschen viel Shitstorm. Und ich würde mich freuen, wenn natürlich auch von den Waiblinger, brauche ich ja nichts erwarten, der Waiblinger Kreiszeitung und ihre Nebenblätter, aber wenn die Schwäbisch-Gmünder Zeitungen darüber berichtet, also dass die Alfdorfer noch die Möglichkeit haben, bevor sie wählen, Thomas Hornauer bei der Kandidatenvorstellung in Lorch und Waldhausen kennenzulernen, das wäre wichtige Information, denn das zählt. Also die Leser der Zeitungen, die entscheiden, und deswegen wäre es wichtig, dass erstmal die Leser der Zeitungen wissen, Thomas Hornauer kommt. Und ich verspreche euch, ich habe zwei knackige Vorträge vorbereitet. Sie werden die Region erschüttern und ich werde euch neue Wahrheiten lüften und Dinge sichtbar machen, die ihr nie geahnt habt. Hat mir sehr viel Mühe gegeben, diese Erkenntnisse in eine Sprache zu übersetzen, die jeder versteht. Ja. Mal noch ein bisschen Musik. Thank you.
sing for his glory. The young are old, and come together, our hand we hold. The time together will echo our way. The come together to stay our right. For the King, I sing. For the King, I will sing. For his glory, King. Together, rich or poor, come together, many more, come together, from far and near, come together. For the King.